Mission 4 wird wieder etwas ruhiger, vielleicht sogar zu ruhig. Wir starten etwas zerstreut an der südlichen Küste dieser großen Insel. Wir hatten unsere Startvorgaben etwas verzögert über eine Fähre und haben den Auftrag, einen Priester zum Portal in der Mitte dieses Kraters zu bringen. Dazu müssen wir uns auch an den darin eingeschlossenen Truppenverbänden vorbeikämpfen. Der Berg in der Nähe unserer Startposition enthält Kohle, Eisen sowie Spuren von Gold und Stein. Meiner Erfahrung nach genug für unsere Zwecke, aber falls ihr mehr Stein benötigt oder Schwefel zu Eisen umwandeln wollt, werdet ihr im Westen fündig. Gold ist außerdem in großen Mengen im Krater zu finden. In der Nähe eurer Startposition gibt es ein kleines Werkzeuglager. Weiter im Nordwesten gibt es ein größeres Lager mit Mana und einigen Waffen, welches aber von einigen feindlichen Truppen bewacht wird. Diese Mission ist wie gesagt relativ gechillt, da ihr nicht in echter Gefahr schwebt. Ihr solltet nur vorbereitet sein, wenn ihr den Krater öffnet, da ihr dann von den eingeschlossenen Truppen angegriffen werdet. Es gibt auch andere Inseln, auf denen ebenfalls Soldaten geparkt sind, aber es gibt keinen richtigen Grund dorthin zu gehen. Man hätte auf dieser Karte vielleicht ein paar Dinge verstecken sollen, die erst gefunden werden müssen, bevor das Portal aktiviert werden kann. So hat man leider nur eine Mission, die sich wie freies Siedeln spielt, bis sie es nicht mehr tut.